Über die Vergabe weiterer Mittel des Altstadtfonds in Hoyerswerda soll am Dienstag nächster Woche entschieden werden. Wie City-Managerin Yvonne Schornack-Lubner mitteilt, liegen derzeit drei Anträge vor. Ein Projekt namens Gundermann Schallzentrale wurde von der Kulturfabrik eingereicht und soll eine Anlaufstelle für Gundermann-Interessierte in der Stadt bieten. Durch eine digitale Installation in der Braugasse 1 soll dies ermöglicht werden. Das neu entstehende Café Rosalie, das im Juli in der Kirchstraße 16 eröffnen wird, bittet um Unterstützung, das Altstadtflair vor der Johanneskirche aufzuwerten. Beraten wird zudem über das Projekt von Testläden in leerstehenden Gewerbeobjekten. Nach erfolgreichem Start könnte der entsprechende Betreiber sich dann bestenfalls für eine Festansiedlung entscheiden. Im Altstadtfonds stehen für 2017 noch 16.000 Euro zur Verfügung. Interessierte sollten sich mit dem City-Management in der Senftenberger Straße in Verbindung setzen. Die nächste Sitzung des Vergabegremiums findet im September statt. Die Antragstellung ist im Internet unter stadtzukunft.com/citymanagement möglich.